Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Kannst du endlich Jen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick. Nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Jen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Mir ist eigentlich ziemlich warm. Er war schon immer eine Frostbeule. Erinnerst du dich noch an den Winter vor 15 Jahren, als der Schnee bis zum Ballantine liegen blieb? Lambert saß am Feuer, in eine Decke gehüllt. Hat jedes Mal geflucht wie ein Rohrspatz, als es zu schneien anfing. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern, nicht für uns. Ist gut, ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eske. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie... mit einem Succubus geschlafen. Na, sieh mal einer an. Eskel, Eskel, stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt nicht. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Geralt, Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du, was würde Papa Wesemir sagen? Papa Wesemir würde diese Runde auch mittrinken. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie... Fistech genommen. Eske, wirklich? Einmal. Mit diesem Succubus. Gut, Leute, lassen wir das.
sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch ein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Lambert, Kumpel, ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot, aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße, ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Scheiße. Kaputt? Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung! Er hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Eskel, du Säufer! Komm da raus! Eskel! 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 Eskel, klopf, klopf. Eskel, du Säufer, komm da raus! Hey. Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wyverns. Verdammt, wir haben den Kampf verpasst. Eskel! Eskel! Aha, Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder, wir kommen! Eskel, du sollst... Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eskel, wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt, sternhagelvoll und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf, du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Lambert, du bist ein Genie. Aber klar. Und? Laden wir die Loge zu unserer Fete ein? Scheiße, ja. Ruf die Schlampen. Also gut. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Kinderleicht. Fangen wir an. Warte. Wenn diese Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine, wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß. Jennifers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind da drüben. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hosen scheißt. Hör auf zu jammern, Eskel. Wir nehmen diesen Flipper. Flitter. Flitterkram. Oh,
Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt unter uns. Was für ein Krempel. Man könnte meinen, sie zieht hier ein. Psst. Mach Geralt keine Angst. Ja, perfekt. Passt wie angegossen. Sicher. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ruhe jetzt. Zieh dich an. Das nicht. Passt nicht zu deinem Teint. Scheiße, Eskel. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr. Und du bist ein Arschloch. Los, komm schon. Ist unbequem. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle. Ketmil Blue de Doine, Hokus Pokus Abracadabra, Arse Platana. Was ist da? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Die Loge! Die Loge will mich holen! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort!